Willkommen zurück zu Resistance 2 im wahrscheinlich, aber ziemlich sicher letzten Part. Wir sind im feindlichen Raumschiff, also im letzten, in der Geschichte des Spiels, letzten feindlichen Raumschiffs. Ich will mal schauen, was hier eigentlich so läuft. Die Aussicht schon ein bisschen genießen, na, wann ist man schon mal auf einem feindlichen Raumschiff und kann die Erde von oben sehen. Ja gut, die Erde, keine Erde in Sicht. Ja. Schön, also schön, eindrücklich, fulminant, oder wie es der Franzose auch sagen würde, keine Ahnung. Formidable. Aha. Gut. Wo geht's eigentlich lang? Ich habe hier keinen Anhaltspunkt, also keinen Punkt, wo ich erreichen muss. Ich denke, ich klappe hier die Ecken ab und mit eingeschalteter Taschenlampe sollte es eigentlich möglich sein, hier... Ah ja, die habe ich doch schon gesehen, vorhin, im letzten Part. Da wir uns immer mehr in eine der Bestien verwandeln. Feuer einstellen. Sie sehen uns nicht als Bedrohung. Ja, will der uns eigentlich ein bisschen an den Kragen. Aber keine Sorge, der ist auf unserer Seite. Ich denke es zumindest. Aber dem auch jetzt einfach mal so. Geht nicht mal. Da. Ich schieße doch gar nicht, du Fassbark. Aber der hat mir im letzten Part die Kanone an die Schläfe gehalten und sowas. Kann ich nicht ab. Gut, ich will mal sagen, wir nehmen hier die Bullseye und richten sie gegen das, was uns hier schon wieder beschießt. Was beschießt uns? Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Wo? Wo siehst du eine Granate? Du siehst doch Gespenster. Geister gegen Stände. Gegen Stände. Entschuldigung. Ja, ich habe ein bisschen die Zunge verknotet manchmal. Gebe ich offen zu. Ist ja kaum zu leugnen, ne? So, ist hier alles gut. Ich nehme noch ganz kurz hier die Munition auf. Das musste sein. Das musste sein. So. Warum versteckst du dich? Ach. Du bist ja gar kein Ich. Du bist ja ein Gerät. Der Gerät. Und das schalten wir ein. Wenn jetzt kommt wieder so ein Scheißschwarm, dann werde ich wütend. Wie sich alles ein bisschen reimt, was ich sage. Nee, nee. Hä? Und jetzt? Nein, ich höre nichts. Hä, hey, was? Gut, der war alt. Der war so alt wie meine Füße. Psst. Na du? Hey, Moment mal, Moment. Laut Anweisung würde hier eigentlich Nilark sein. Irgendwo. Ich bekämpfe doch keine Titanen mit der Pulse, wenn ich Nilark kriegen kann. Etwas sehen würde ich trotzdem gerne. Na, wo ist denn die Lark? Gar keine Lark. Ne. Wo soll hier eine Lark sein? Eine Fahrei. Du kannst mich mal mit deiner Fahrei. Ich will eine Lark. Hä? Denkfehler, hier sind keine Larks, das kommt erst später. Ja, siehst du, wenn du dich mit mir anlegst, bin ich down. Ah, fiese Säcke, lass mich doch meinen Kampf zuerst austragen, ne? Ihm gönnt mir aber auch gar nichts. Wollte ich echt gar nicht. Ja. Seit wann? Nee.
ich denke mal, ich gehe jetzt ein bisschen in Schutz. Safe work, safe work. Hören Sie das? Nein. Was denn? Autsch. Machen wir es eben so. Danke den treuen Kommentarschreibern. Also so ziemlich die Sekundärfunktion der Waffe. Das geht ganz gut, möchte ich mal behaupten. Burn, baby. And explode. TNT. Dynamite. Dynamite. Hey, was soll das? Hau doch ab. Abhauen! Sollst du. Ja, du. Du böser Bub. Bleh. Weg. Weg damit. Ja. Ich glaube, ich bin nicht taub. Ich glaube, ich gehe mal da lang. Nachladen. Oder andere Waffe. Na? Obere Etage, Herren Unterwäsche und Spielekonsolen, ne? Ja, ja. Na, du Schmalzgurke, hast du mich? Oh, ja, ja, jetzt geht's, rennt er weg. Ja, ja, der wusste schon, dass ich ihm eine Stampauke halten will. Das hat der gerochen, ne? Ja, fliegendes Altmetall. Hast du etwa Angst vor dem bisschen Büchsenfutter hier? Vor dem Dosenblech? Das erledigt man doch im Heimgehen. Und, wo sind wir hier? Ne, 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 ne. Nirgends. Nirgends wirklich. Okay. Hi. Es ist still. Es ist zu still. Das sieht aus wie ein Rückenmark, ne? So ein Rückenknochen. Wirbelsäule, Mann, wie konnte ich denn jetzt das Wort verbocken? Ja, du unterschätzt die Atombombe, mein Lieber. Und ich werde mich hier zu der Debatte Atombombe nicht äußern. Ich bin nur froh, dass man sie nicht mehr gebraucht. Ich weiß, wie sie funktioniert, glaube ich zumindest. Aber gut, wir sind keine mehr eingesetzt. So, so viel dazu, weiter geht's. Nein, sie sind unter uns. Ja, so kann man es auch nennen. Sie sind unter uns. Wo? Ja, duck dich mal. Schau nach unten. Genau. Das ist doch mal. Alle Verschwörungstheoretiker der Welt haben nur das gemeint. Schaut nach unten. Genau. So ist das. Genau. Wenn euch mal ein Verschwörungstheoretiker sagt, sie sind unter uns, dann sagt ihm nicht, er spinnt, sondern schaut nach unten. Das ist genau der Hit. Das ist der Hit. Hey! Was ist denn los? Mann! Halt an, hast du ein Bohr, du Schmalzlocke? Du Fassbach, kriegst jetzt eins auf die Nüsse. Das normal machst? Er macht's noch. Ja! Ja, aber tu mir nichts. Doch! Doch! Ja, der hat einen Bohr, die blöde Sau. Was hab ich eigentlich? Ah, ich hab gut. Ich hab gut. Ich hab gut. Ja. Nachladen und entzischen, Baby. Es ist Zeit für Arschrittchen und Kaugummi und ich hab keinen Kaugummi mehr. Und ich hab das Gefühl, da geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Menno.
Was wartest du eigentlich, dass ich da durchgehe? Ja, anscheinend. Hättest du ihn auch selbst gekonnt? Weichei! Tür auf! Oh! Oho! Ich weiß, es gibt noch einen Kampf gegen Titanen. Und dann kommt ziemlich bald der Endboss. Und wir haben noch keine 10 Minuten gespielt nach meinem Counter. Nach meiner Uhr, also wird das ziemlich sicher bald kommen, der Kampf gegen Titanen und der große Endkampf. Wenn ich mich nicht total in der Zeit verschätze, wie das alles in diesem Part noch geschehen. Der Part ist noch jung, Leute, der Part ist noch jung. Was du nicht sagst, Tante Judah. Da gehen wir doch. Ne, auf was wartet ihr? Kommt, folgt mir. Auf ins Getümmel. Mit leerem Lümmel. Vorher aufs Klo. Sonst geht ihr K.O. Hä? Was? Was lab ich denn viel zu viel Quatsch? Nee. Dich schaffe ich auch ohne. Dich sowieso. Ja. So. Was ist los? Ach, die haben Bohr, deswegen. Nehmen wir auch mal den Bohr, nehmen wir auch mal den Bohr. So. Und so nicht. Nee. Aber nein. Und man muss wirklich sagen, die Entwickler haben sich ganz schön was einfallen lassen bei den Spielen hier an Waffen. Das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Auch mal ein Spiel, wo man nicht zigtausend Nazis vermöbeln muss. Und schöne futuristische Waffen, das ist alles Zeug, was mir sehr, sehr gefällt. Ja. Das gefällt mir. Warte kurz. Gefällt mir. Aber ihr gefällt mir überhaupt nicht. Weg. Weg mit dir. Und ihr auch. Und du sowieso. Und von dir rede ich gar nicht. Doch, jetzt schon. Nein, doch nicht. Ist ja gut. So. Achtung, es gibt schlechte Wetter, die Gegner fliegen tief. Hohoho. Na komm nur. Hey, Moment. Hier ist doch noch einer. Hier sind ganz eine Menge. Was schießt du hier die Scheiße rum? Geh doch down! Er hat doch gebasht! So! Aus die Maus! Mickey Maus! Hä? Was? Das musste sich ja reimen wie denn sonst! Hä? Marksman? Hä? Was? Ah! Ach, das heißt die Schrotflinte! Falsch gedacht! Na du? Hi! Bye! Schön nachladen und dann sichern. Aber Hauptsache nachladen. Okay. Und er fällt um. Bestie fällt! Zu viel Whisky gesoffen? Nee. In den Kugeln hier sind immer keine Whisky-Shots. Und wenn der ist nicht K.O., der ist doch K.O. schon, aber besoffen. Ich zeige euch den Beweis, warum ich recht habe. Riech doch mal. Ja, der hat sich sogar die Hand vor dem Mund, dass man es nicht riechen kann. Aber der hier. Schau mal. Ah! Shit. Self-KO. Self-Kill. Nee. Ja, ich verwechsel gerne mal
Diese zwei Tasten, ne? Ich wollte euch zeigen, dass die eine Fahne haben in der Schnauze. Aber naja. Na? Du Hacker? Ja, ja, glitschen. Ah! Ich drücke immer die falsche. Ich wollte doch was anderes, was sollte ich? Genau. Das hier. Ich wollte auch das hier. Fail, 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 fail. Hast es bald! Mir wird langweilig. Da oben ist nichts. Schön gemacht. Zoom, zoom, zoom. Hä? Ja. Außerirdische Labelammen. Gut, die Bestien sind ja genau genommen vor uns da gewesen, aber wir waren die Letzten. Hey, muss ich da allein hoch? Na gut. Auch die Schmalzlocke nicht immer im Gesicht. Ja, ja, obere Etage, genau, ihr habt's geraten. War ja auch nicht so schwer, ne? Mein Mikro verrutscht. Na? Ah. Okay. So, so. Denke mal, dass ich hier lang muss. Und immer schön nach oben. Moment mal. Okay, die Luft ist rein. Ah, danke. Wenn das hier nicht nach Endboss riecht, dann weiß ich es auch nicht. Gut, wie gesagt, ich habe alles hier blind. Ich habe zwar die Komplettlösung. Ja. Wenn man so ein Trottel war, auch jetzt keine Granate mehr. So. Aus die Maus. Mach doch auf. Danke. Endlich mal hören die auf mich. Das Wasser hier ist gefährlich. Halten Sie besser Abstand. Also ich meine die Kameraden im Spiel. Im echten Leben, ja. Das ist eine andere Sache. Nee, nee. Ja. Ich weiß, es kommen noch Titanen, das habe ich gelesen. Aber wann und wo? Moment mal. Hä? Ah, ich dachte, es wäre ein Titan. Ein groß? Also, die hältst du für groß? Was sagst du denn erst zu dem Chimären, zu dem Levidien, der durch die Wolkenkratzer zog. Das Wasser hier ist gefährlich. Halten Sie besser Abstand. Das Wasser, also ich würde ja mal sagen, nach meiner jahrelangen Super Mario World Erfahrung, dass das hier kein Wasser ist. Down. Muss ich Angst haben vor dir? Hab ich aber nicht. So. Wirklich machen gehorchen Tritt in die Eier und gut ist. Das riecht nicht nur, das stinkt sogar schon nach Endgegner, nach Boss.
Nach euch stinkt's auch, genau. Ist es bald gut? Ja. schnell hoch. Blöde Sau. Hey! Das galt doch für mich! Warum bin ich jetzt auch K.O.? Schweinerei. ja. Tür auf. Rossmoor, genau. Will ich. Meins. Achtung, meins. Was du nicht sagst. Aber jetzt nicht mehr. Tja, was kommt nur hier oben auf uns zu? Das hier. Echo hier, ich kann auch keine Morsen, Entschuldigung. Mann, der Architekt hier möchte ich mal sehen, der hat auch sein Geld mit. Ja. Mit den Türen verdient, ne? So. Und jetzt? Ha! Altmetall. Hier bin ich, ihr Labensäcke. Ihr seid doch so blind wie ein Kugelschreiber. Und ich hab das beste Timing der Welt. Na? Ihr nervt. Ihr nervt mehr als meine Ex-Frau, die es gar nicht gibt. Aber warum zahle ich denn trotzdem jeden Monat Alimente, wenig Quatsch. Keine Sorge, ich bin glücklich liiert mit meiner Hand. Nee, Quatsch. ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, ja. Wer nicht mal eine Hand hat, die fähig ist, ja, die muss schütteln können, mehr als 5 Minuten. Eine gute Hand muss mehr als 5 Minuten schütteln können, ohne dass das Handgelenk wehtut. Sonst habt ihr kein einziges Mal im Leben wirklich das Vergnügen, auf einmal richtig schön etwas zu genießen, nämlich einen genussvollen, schönen, aromatischen, leicht milchigen Shake. Einen schönen Milchshake. Ist doch immer was Leckeres. Kann ich da unten? Ja. Frage hat er schon erledigt. Und ich liebe Milchshakes. Mit Bananenaroma, mit Vanillearoma, mit Schokoladenaroma, mit Erdbeeraroma und. Was habt ihr denn gedacht? Alles schweißfrei bei mir. Okay. Bitte erwacht nicht, bis ich euch alle gebasht habe. Ich bin sehr dankbar. Und wenn ich euch nicht bashe, kommt ihr ganz sicher rausgerannt und raubt mir meine so kostbare Munition. Deshalb mache ich das jetzt so. Auch wenn wahrscheinlich hier nichts rauskommt. Aber so bin ich wenigstens sicher.
Ja, ich glaube, so wie sich das entwickelt, ist das doch nicht der letzte Part. Oder doch. Mal schauen, wie sich die nächsten paar Minuten entwickeln. Ich muss den noch wählen. Und den noch. So, dann geht's hier wohl rauf. Und hier weiter. Ich liebe lineare Spiele. Ich liebe das. Gut, ein Grand Theft Auto finde ich auch klasse, aber so Outlaws und so, wie oder das hier, wo man nicht unnötig viel Dingens herumsuchen muss, das finde ich eigentlich klasse. Was hast denn du hier? Ein Brett. Nehmen wir doch. 300 Schuss sollten für das Nötigste mal genügen, ne? Steuerung aktiviert. Verstanden, Echo. Da passiert was. Sie gehen auf. Gute Arbeit. Scheiße, Major. Eine Brett. Es ist so ruhig. Und die Ruhe ist schon wieder vorbei. Ha! Ich dachte noch, ich muss mich, glaube ich, wieder in Deckung begeben. Na gut. Hat genützt. Was will man mehr? Na gut. Hört auf zu labern, macht mal hinne! Können Sie mich hinführen? Ja, Sir. Nehmen Sie den Aufzug zu den Außendecks. Dann führe ich Sie. Ah, wunderbar. Danke. Und nach oben. In das Licht. Quasi. Ah, das ist ja die Decke. Ja, ja. Licht an. Spot auch an. Okay. Nur gut. War hier noch was? Hey, schaut mal, die haben sich noch Mühe gegeben hier mit den Verzierungen. Das muss man ja mal beachten. Also die Bestien und hauptsächlich die Programmierer. Na, hier alles NSA-Kameras oder was? Ja, die beobachten uns überall. Hi. Hi. So macht das Laune. Hi. Tschö. Stolper nicht über deine Dummheit. Zu spät. Ups. Ah. Was denn? Ach so. So. Aus die Maus. Und jetzt. Jo. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Zielen? Ja.
Ja. Wow! Ilark an Ilark! Danke! Das heißt, sie sind fast beim Boss. Du auch noch. Tja, ja, ihr habt zuerst geschossen. Munition wäre auch nicht mal so übel. Aber es geht auch so. Hi! Say peace! Hat man es gesehen, ob sie peace gemacht haben? Ich weiß nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ah, hier wieder. Haut doch mal ab. Ihr seid für nichts zu gebrauchen hier. Genau wie meine Kumpels da. Ihr schießt einfach was. Betrifft kein Dosenbrot. Und du auch. Was ist du? Hau ab. Weg. Und du auch. Weg. Nein, ich komm ja. Habt ihr gesehen? Der hat gesagt, komm, komm. Ich komm ja. Ist Munition. Tut immer gut. Nachladen. Und dann zischern, Baby. Okay, ich denke, der Endboss ist in greifbarer Nähe. Ich nur nicht so beschränkt wäre und wüsste, wo ich hin muss jetzt. Hallo, wo geht's lang? Ah. Ach so. Sie bewegen sich, sie entfernen sich von Ihnen. Jetzt muss ich raus wieder runter. Ihr könnt mich bald mal am Arsch lecken. Entschuldigung, aber ist doch so. Hep, hep. Ah. Gehen. Siehst du das nicht? Kommt schon. Ist er gut. Gut so. Karabiner, sicher da. Die Tür ist versperrt. Ich kann Ihnen nicht weiter folgen. Verdammt, hey, tun Sie was! Die Bombe ist fast am Rohr. Wenn Sie nichts unternehmen, ist die Menschheit Geschichte. Also tun Sie was! Hör auf mich anzublödeln. Ich mache hier mehr als ihr alle zusammen. Okay, der Endboss ist zum Greifen nah und ich denke, ja, wir machen doch weiter, ne? Denn wenn der Endboss in 5 Minuten gebasht ist, dann ist es eben so. Deshalb, eigenen Leute zu bashen hier. Ja, ja, von da oben kannst du nix. Von da oben kannst du nix. Schöne Granate. Und ich bin down. Ah. Hier hätte ich eine Entdeckung gehen können. Na, was soll's. Ja, ja. Die Tür ist versperrt. Ich
Ja. Ich weiß, du kannst nichts, ich muss alles tun. Ich weiß. Und nach vorne. Vorrei? Nee. Mach's wie ein Mann. Zum euch beweisen, dass ich ein Mann bin. Ja. So. Soll ich doch die Vorrei nehmen? Nee, jetzt habe ich schon fast alle gebasht. Nur noch. Geh down. So. Das funktioniert doch schon viel besser. Keine Sorge, ich habe noch was für Sie. So. Und ich muss dich jetzt wieder zurück, ne? Würde mich ja wundern, wenn nicht. Ne, Moment, ich kann ihn dann nicht hoch. Oder doch? Also wenn ich nicht schaue, kann ich ganz sicher wieder hoch. Nee. Geht nicht. Gut. Ja, kein Durchgang, nee. Ups! Meine Güte. Hat mich das jetzt erschreckt. Meine Güte. Also ich weiß nicht, ob man hier runterfallen kann. Aber das will ich jetzt auch nicht ausprobieren. Nee. Ah, das geht hier. Ah ja. Okay. Und... Naja, ihr stellt euch doch nur schlafen, dass ihr nicht mehr arbeiten müsst. Was laberst du für einen Dreck? Daedalus, zeig dich, du Sau, du Fettarsch. Und ich trete dir sowas in den Arsch, dass du im nächsten Jahrhundert landest und ich. Zünde wieder die eigene Granate, ja. So! Hier noch ein bisschen aufsammeln. Ja. Hä? Ist das ein Aufzug? Nee. Ach so. Ist was? Daedalus, der Boss! Hi! Wie geht's? Ich glaube, ich schieß mal ein bisschen auf dich. Nee, Moment, ich muss. Warte, bis der mir hier. Die Hütte zerdeppert. Ich muss nämlich dahin. Kann ich? Nee. Hallo, ich will raus. Du machst zu viel kaputt. Ah, okay. Komm nicht raus. Zerdepper mal das hier. Komm. Mach's kaputt. Nicht schreien, kaputt machen. Endlich. Oder so. Ich weiß nämlich, wie der Kampf geht. Ich habe das gelesen. Ja, ich habe ein bisschen gespoilert. Aber ich werde euch nicht voraus verraten. Ihr werdet es ja sehen. Na? Hallo? Geht's weiter? Würde mich freuen. Na los. Danke. Ja. Halt die Fresse. So, ich bleibe jetzt ein bisschen hier, mach mir einen schönen Tag und du kannst von mir aus machen, was du willst.
Bin ich dumm? Ey, hörst du auf? Autsch! Tut man nicht! Ja. Du machst dein eigenes Zeug kaputt, ist es dir eigentlich bewusst? Er beeinflusst meine Gedanken, da ich ein bisschen Bestienblut in mir habe. Ja, ja. Zerdeppert doch alles, zerdeppert doch alles. Du dich wohl dabei fühlst, meinetwegen. Du kreischst da wie ein Weib. Du wirst ein Herrscher sein. Nicht meine Meinung. Ja. Das werden wir ja sehen. Ja, wenn einer mal aggroviert, hast du wohl zu viel World of Warcraft gezockt. Nee, und sind wir down gegangen. Na gut, das muss nicht an World of Warcraft liegen, das kann auch Dinner Dash sein. Schlechte Verlierer gibt es immer. Wenn ihr wisst, wie oft ich die CD hier schon in die Ecke geknallt habe. Nee, Quatsch. Ja, ich weiß, du kannst mich beeinflussen. Nützt es dir was? Nee. Nicht die Bohne. Nicht die Kanone mit der Bohne. Machst du es halt kaputt? Machst du es kaputt? Wie das Spaß macht. Ist bald gut jetzt, kann ich weiter. Ist ja gut. Mann, du hast einen totalen Dachschaden, weißt du das eigentlich? Hallo, wo bist du? Da. Ach so. Sag doch mal was. Ich kann doch nicht Gedanken lesen. Hey, ihr Herrscher schützt mich. Ah, ihr seid so Trottel. Ja, ja. Nur weil ich dir ein bisschen ausweichen muss, macht mir das gar nichts aus. Aber schau mal. Gucken in die Röhre wie drei Spatzen auf dem Blechdach. Oder was auch immer. Sie gucken so blöd, wie mein Pa mir am Sonntag sagt, es wäre Montag und ich müsse arbeiten gehen. Nee, nee, Quatsch. Tut er nicht, ich muss auch sonntags nicht arbeiten, nee, nee. So, aber du machst effektiv zu viel kaputt. Meine Herren, ja. Und du sagst nichts, ich bin doch kein Gedankenleser. Hi Leute. Kommt doch mal ab. Wow. Autsch! Leute, Sau. Tja. Endkampf, ne? Könntest du sehen, was ich sehe? Wüsstest du, was uns erwartet? So war's bei vielen, Mann. Nicht mal ich gehe dahin. Was denn los? Ich schneide das Laden nicht raus. Nee, nee, nee.
Badum, 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 badum. Könntest du sehen, was ich Halt sehe? die Fresse! Wüsstest du, was uns erwartet? Lasst mich in Ruhe! Ihr Sektengurus, ihr! So was auch immer. Nee, 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 nicht die Atombombe springen, das wäre ja noch böser. Gut. Muss ich jetzt lang? Aha. Hallo? Ja. Auch gut. Komm schon. Was ist denn das? Kraftfeld? Was mich auch beeinflusst oder was? Ja. Du stehst im Weg, Dejalus. Fettarsch steht im Weg. Ja, nicht das, sondern das! Jawohl! Noch eine, noch eine! Komm schon, komm schon! Mann, du nervst! Nervt auch. Zwar wahnsinnig. So. Okay. Was das? Schaut so aus! Fettarsch ist tot! Na denn? Jetzt noch Buh! Ja, das passiert mir auch immer, wenn ich die PS3 anfasse. Nee, nee. Ich bin ein Sith Lord. Nur kein dummer Quatsch jetzt mit dem Quatsch, nicht? Okay. Was muss ich jetzt machen? Nein, ich hab doch gesagt, ich bin der Sith Lord. Ja. Was ich noch wüsste, wie ich da irgendwie weiterkomme. Ja, wenn man nichts sieht, dann sieht man nichts, ne? Das ist immer so eine Sache. Mann! Ach so. Okay. Headbutt, 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 Headbutt. Nee, Quatsch. Ja. Wir folgen dem Weg und denke mal, mit gedrückter Schultertaste wird das schon irgendwie klappen. Tja, was wollt ihr noch? Boah. Flatsch. Tja, so kann's gehen. Boss besiegt und ich falle hinunter.
Ja. Marathon Man! Man muss wirklich schauen, wo man hier hin muss, denn meine. Irgendwie ist mein Bildschirm einfach so eingestellt, dass ich kaum was sehe, wenn das zu dunkel ist. Ich sehe schon viel, aber es dürfte mehr sein. So, warum konnte ich das eigentlich nicht schon von Anfang an, ne? So eine Sauerei. Immer zuerst Munition verbraten. Hä? Hallo? Ja? Hat der noch Parkinson oder was? So, sag das doch mal. Flatsch. Flatsch. Macht Laune, das macht Laune. Wäre schlecht zu leugnen. Und down. Okay. Oh nö, immer von hier, leck mich doch. Und los! Dumm, die dumm, die dumm. Ja, mir fällt gerade nicht viel ein. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Echt wahr. Ich frage mich nur, wie der so rennen kann und ständig trotzdem die Arme ruhig halten kann, ne? Also man muss doch... Und der... Nö. Ich muss trotzdem da hoch. Das leckt uns keine Ziege weg. Palatsch. So viel dazu. Und ich fürchte, es wird jetzt eine Errorstelle da. Leider, leider. Wisst ihr was? Soll ich das schneiden? Wenn es diesmal nicht klappt, schneide ich's. Komm schon! Mit dem Fettarsch hinweg und gut ist. Ja, das Spiel hat wirklich Spaß gemacht, wobei ich glaube, es gibt noch eine Endsequenz, ganz sicher, und
Ja, wenn es diesmal nicht klappt, schneide ich das. Das tue ich mir und euch, ja gut, mir schon, aber euch nicht an. Los, los, los! Gib Gummi, wie Schummi! Schade, kann man den... Mal, doch, oder kann man den Rennknopf arretieren? Weiß es gar nicht. Gut, wir sind wieder soweit, das ist gut. Und Palatsch. Palatsch. Gut, gut. Wieder hier. Geht's hier lang? Klappt doch. Boah! Nicht runterfahren, Compadre. Ja. Juhu! Ducken sei Dank. Also wenn ich die ja wäre, würde ich ja das Weite suchen, wenn ich sehe, dass einer so eine Macht hat. Aber gut. Aber gut. Ja, kann ich hier nicht runter? Ach so. Eigentlich möchte ich hier ja... runter, aber irgendwie doch jetzt. Da geht das. Eigentlich gar nicht anders. Wo sind meine Kollegen? Ich will mal zurück zu meinen Kollegen. Ah, hat die Klappe hier. Ihr seid so dumm. Und ja, 20 Sekunden sind viel in dem Spiel. Das muss gesagt sein. Also es gibt Bonuslevel, die haben weniger Zeit. Und jetzt. Du hast natürlich wieder überlebt. Nee, das war ja klar. Ich wünschte, sie würden mal versuchen, so ein Ding zu landen. Tja, es gibt ja noch einen dritten Teil, das wisst ihr ja alle. Okay. Hm. Kopfschüsse. Überlebensbomben. Ja.
Gut. So Leute, der Part wurde etwas länger, aber ja, hat sich doch gelohnt. Tja, was soll man dazu sagen? Es war ein... Ja, ich bekam den Tipp fürs Let's Play von einem Kollegen im Facebook, der hat mir geraten. Ich sagte, kennst du einen guten Shooter? Er sagte, ja, nimm Resistance 2. Oder nein, 3, aber ich habe nur Resistance 2. So ist es. Und ja, am Anfang, die ersten zwei Parts habe ich dann aufgenommen, waren gut. Dann im dritten Part bekam ich Probleme und habe es dann auf Eis gestellt, habe die Parts gelöscht und hat mir dann gesagt, ja, sehr schade, denn er hat mir gesagt, wie ich da in der schwersten Stelle wieder weiterkomme. Habe ich es gemacht und ja, ab dann lief's. Zum Glück hat mir natürlich auch die Komplettlösung im Internet geholfen. Ja, das habt ihr gemerkt. Ja gut, man hätte jetzt eigentlich den Endkampf und das Fliehen in einen letzten Part schneiden können, aber nö, ich glaube, es macht nichts, wenn der Part jetzt eine doppelte Länge bekam. Macht nichts, nö. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe doch euch auch. Ich bekam eigentlich nur positive Reaktion auf das Let's Play. Eigentlich niemand, der sich daran gestört hat. Gut, es gibt immer welche, die nicht so Ego-Shooter-Fan sind. Das ist absolut verständlich. Aber sonst würde ich mal sagen, ja. Mal was anderes als die ewigen Call of Duty und Battlefield spiele, mal was anderes als Nazi zu killen, wobei ich nichts dagegen habe, dass man Nazis killt, aber ja, wer das sehen will, der soll sich Inglourious Basterds ansehen, da wird das genügend gemacht. Dafür starte ich jetzt kein Let's Play, um das zu zeigen, aber ja. Grafik alles war sehr schön, eindrückliche. Schöne Waffen, die man so in ihrem echten Leben gar nicht kennt. Ja, das Spiel spielt ja in den 50er Jahren in England und hier logischerweise in Amerika. Die Bestien sind eigentlich Wesen, die vor Millionen von Jahren hier gelebt haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob außerirdische oder nicht. Sie haben dann ihr Erbgut in der Erde hinterlassen und... Also im Spiel, im echten Leben ja nicht, das wisst ihr ja. Und ja, dann haben die Menschen nach da irgendwie Ausgrabungen gemacht und diese Überreste zufällig gefunden. Und die Überreste setzten dann Viren frei. Und jeder, der von dem Virus betroffen wurde, hat sich in einen der Bestien verwandelt. Also von den einfachen Chimären hier, von den Chimären, den Zweibären bis zu den großen Viechern, ja, also überall ist anscheinend irgendwo noch ein kleines Fünkchen Menschheit drin, aber längst nicht mehr so, wie es normal wäre und ich glaube, es ist keine Schande, keine Sünde, solche Gegner zu bashen. Ja, war ein schönes Let's Play, hat mir eigentlich gut gefallen. Nach dem ganzen Mario Kart und Super Mario 3D World Parts, wenn ich so einen Tag lang aufgenommen habe, wollte ich dann danach mal wieder ein bisschen herumballern und das ist ja moderne Therapie, ja, erspart man sich den Psychodoc. Also von wegen hier, ja, der Ego-Shooter spielt, der wird zum Massenmörder, ja, ist ja gut. Und jeder, der ein Butterbrot isst, der auch. Und jeder, der ein Auto fährt, der auch. Und ja, hör mir doch auf. Nun denn. Ja, warten wir noch die Credits ab? Ja, komm. Machen wir doch. Ich lese hier ja nicht alle vor. Ihr könnt ja lesen, wenn ihr wollt. Müsst ihr ja nicht. Die ganzen Japsen-Namen kann ich mir sowieso nicht merken. Tammy Kim, ja, totaler Japsen-Name. Nee. Yuen Wen Shen und Richard Lee auch wieder nicht. Ja, Buster Burrows und Edward Lerner und
Ja, jetzt. Jo. Bin ein bisschen außer Puste, weil. Musste mich so konzentrieren. Auf das letzte. Ja, ich muss ja sagen, für mich war jetzt das Fliehen schwieriger als der Endkampf. Ich habe das gelesen. Ja, bombardiere den Daedalus und wenn er dann irgendwie was auf dich schleudert, schleudere es zurück und auf das habe ich eigentlich gewartet. Ich hätte während der ganzen Zeit, als er mich attackierte da in dem Hütchen, hätte ich ihn eigentlich voll bleien können, aber wenn ich das nicht hundertprozentig sicher bin, verbrate ich keine unnötige Munition. Dann danach war es klar, alles beschießen, was markiert ist und danach das Fliehen war sowieso keine besondere Schwierigkeit, sondern nur, dass ich kaum was sah, denn wirklich, mein Bildschirm ist irgendwie einfach zu finster eingestellt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber was soll's. So geht das eh noch lange, dann kann ich das irgendwie beschleunigen. Oh, boah, ja. Ja. So. Das Spiel ist durch. Anscheinend können wir jetzt irgendwie wieder so weitermachen, wie wir sind. Keine Ahnung. Dann, Leute, sag ich mal meine berühmt-berüchtigen Sätze. Hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es gefallen. Wenn es euch sehr gefallen hat, bitte Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonniert mich. Verspreche laufend unterhaltsame Parts, Let's Tests und alles, was so dazugehört. In dem Sinne, wir sehen uns in dem nächsten anderen Video-Part. Bis denne! Und tschüss!